der heutigen Folge vom Mittelstand hautnah wollen wir uns mal einem Buzzword widmen, Social Recruiting. Ist das mehr als nur ein Buzzword? Was verbirgt sich eigentlich dahinter? Das wollen wir in dieser Folge klären. Mittelstand hautnah, der Podcast mit den Impulsen aus der Praxis für die Praxis. Mit den Themen, die den Mittelstand bewegen und den Lösungsansätzen, die ihn voranbringen. Herzlich willkommen. Bei mir zu Gast ist heute der Feedfarm Tuan von den Social Natives. Und ja, stell dich doch ganz kurz einmal unseren Hörern vor. Ja, hi Christian, vielen Dank. Genau, mein Name ist Wirt Pham Thuan. Bei einer Kurzvorstellung habe ich immer sehr gerne drei Zahlen. Und zwar wären das 12, 19 und 45. Mit 12, ich war einer der besten Tischtennisspieler in meinem Jahrgang. Ich habe Tischtennis aus Leidenschaft gespielt und bin dann mit auf dem Sportinternat gezogen. Mit 19 habe ich Social Natives gegründet, meine erste Firma. Und 45 Teammitglieder sind wir jetzt und helfen Firmen dabei, auf den sozialen Medien Mitarbeiter zu gewinnen und sichtbar zu werden. Ja, du hast es ja schon angedeutet, Social Recruiting, soziale Medien. Das, was ich immer so erlebe, ist tatsächlich so ein großes Fragezeichen, weil man kommt an dem Wort Social Recruiting ja im Grunde nicht mehr vorbei. Egal auf welcher Plattform man sich bewegt, von Facebook, LinkedIn, Instagram, überall taucht dieses Wort auf. Was verbirgt sich konkret dahinter? Wenn ich jetzt als Mittelständler sage, okay, ich habe verstanden, ich muss vielleicht einen anderen Weg der Mitarbeitergewinnung gehen, was muss ich tun? Was bedeutet das für mich? Ja, was ist erstmal Social Media Recruiting? Im Grunde sind es alle Maßnahmen, Recruiting-Maßnahmen, die die sozialen Medien betreffen. Das heißt, für uns vor allem spannend Facebook, Instagram, auch LinkedIn, TikTok gerade. Und alles, was man dort macht, was das Ziel beabsichtigt, sich als Arbeitgeber zu präsentieren oder Mitarbeiter zu gewinnen, ist im Grunde Social Media Recruiting. Das Interessante hierbei ist halt vor allem, dass so viele Menschen einfach und dadurch auch die Aufmerksamkeit auf diesen sozialen Medien sind, wenn wir vor allem über Azubi-Marketing sprechen, die jungen Leute, ne, man kennt's, sind die ganze Zeit am Handy und dort halt auf diesen Applikationen unterwegs. Ich selber, ja, habe auch irgendwie eine Handyzeit von 3 Stunden und bin mindestens 2 Stunden am Tag auf diesen Apps unterwegs. Natürlich mache ich es auch beruflich irgendwo, aber ich kenne auch Jugendliche, die da 5, 6 Stunden drauf sind. Und das ist halt super, super spannend für Mittelständler aus meiner Sicht, sich dort zu präsentieren und dort sichtbar zu sein und dann halt Bewerbungen zu generieren. Ja, Social Media ist natürlich im Grunde, empfehlst du ja, Leute, geht dorthin, wo die Leute, so eure Zielgruppe schon ist ähnlich wie im Vertrieb, wo eure möglichen Mitarbeiter schon sind, die sind ja schon da. Aber ich glaube, es reicht ja nicht, wenn ich auf Facebook eine Unternehmensseite mache und dann poste ich, guck mal, ich habe auf meiner Webseite einen tollen Job. Hier ist der Link dazu. Aber das sehe ich sehr oft. Aber ich glaube, das ist nicht Social Media Recruiting, oder? Das ist zumindest ist nicht so, wie wir es als Unternehmen machen für unsere Kunden, damit es funktioniert. Weil wenn man es so macht, wie du es beschrieben hast, dann sieht halt keiner diesen Beitrag, ne? Sondern die wirkliche Power von Social Media Recruiting für uns ist, dass wir bezahlte Werbeanzeigen nutzen. Dadurch, dass wir sozusagen zum Beispiel ein Recruiting-Video nehmen und halt Facebook Geld geben beispielsweise, dass Facebook für uns dieses Video an 60.000, 100.000 Personen ausstrahlen, kaufen wir uns Reichweite ein. Und dann ist es erst spannend, weil wir dann erst diese Menschen erreichen, wie mit jeder anderen Werbung natürlich auch. Und wir aber vor allem die Personen erreichen, die nicht aktiv auf Jobsuche sind. Ne, die meisten sind in Lohn und Brot derzeit und vor allem gute Leute, die haben schon ein Beschäftigungsverhältnis. Und wir sprechen eigentlich die an, die grundsätzlich Interesse hätten oder offen wären, sich ein neues Angebot anzuhören, gerade nicht 100% happy sind und wecken erstmal ihr Interesse, ne? Sondern machen es ihnen erstmal schmackhaft, senden erstmal diesen Köder raus und diese klicken ja dann auf die Werbung und tragen sich irgendwo ein. Und dadurch haben wir halt Menschen erreichen können, die jetzt gerade noch nicht auf Jobportalen sind oder auf Jobmessen gehen oder in Zeitungen noch schauen. Mhm. Ich habe gerade eine Statistik gelesen, dass irgendwo 61% aller Angestellten in Deutschland sich gerade mit einem Jobwechsel beschäftigen. Das heißt aber nicht, dass die gerade alle aktiv tatsächlich die üblich verdächtigen Plattformen wie Stellenanzeigen.de oder Sepsum, was es auch immer gibt, durchforsten, sondern im Grunde innerlich so ein bisschen gekündigt haben und unzufrieden sind. Das heißt, im Grunde erreicht hier die Menschen, die es vielleicht im Unterbewusstsein wissen, aber es noch gar nicht so wirklich aktiv auf Jobsuche sind. Das ist richtig, oder? Korrekt.
Was ich super interessant finde zu beobachten ist, durch Gespräche und auch in einer kollektiven Wahrnehmung, habe ich das Gefühl, dass heutzutage Bewerbende oder ja Mitarbeiter einfach wissen, dass es diesen Mangel gibt und eher so in eine Einstellung oder so eine innere Haltung kommen, hey, ich warte mal, was kommt. Ne, weil die halt kontaktiert werden auf LinkedIn von Headhunter, ne, und eher so in Richtung gehen, okay, ne, ich warte mal, was kommt, ne, grundsätzlich würde ich mir das anhören und aber nicht aktiv jetzt losgehen würden, weil sie einfach wissen, hey, ich bin attraktiv auf dem Arbeitsmarkt und es kommen schon genug Leute auf mich zu und ich höre mir das auch an grundsätzlich, ne, und wenn was richtig Gutes ist, dann gehe ich auch los und bewerbe mich. Jetzt richtig Gutes, das ist ein schönes Stichwort. Ich habe verstanden, ich habe so eine Nähe, muss jetzt aktiver werden, ja, ob sei es jetzt mit einer Unterstützung eurer Agentur zum Beispiel oder vielleicht alleine mit meiner Marketingagentur oder meiner Social Marketing Abteilung. Lass uns mal ein Stück weit auf die Inhalte sprechen, weil ich persönlich habe Zweifel dran, wenn ich dann das Übliche, was ich auf Karriere-Webseiten sehe, da sträuben sich bei mir die Nackenhaare hoch, wenn ich sie hätte. Das ist ja irgendwie alles 1992, was ich da sehe. Ja, gähnend langweilig. Geht es tatsächlich darum, die Stelle zu bewerben oder arbeitet ihr da noch mit einem anderen Ansatz, wo sagen, mach dich erstmal als Arbeitgeber attraktiv, zeig erstmal, dass du ein attraktiver Arbeitgeber bist. Was ist ja da der richtige Ansatz? Wir haben einen extrem hohen Fokus drauf, genau wie du meintest, auf diesen Arbeitgeber. Weil einfach hinzugehen und sagen, hey, ich suche X oder ich suche diese Stelle offen und ich stelle das ein, das machen halt alle anderen und heutzutage gibt es halt schon viele Firmen, die diese Anzeigen schalten. Ne? Aus diesem Grund müssen wir so diese Arbeitgeber-DNA, das Besondere oder auch besondere Benefits oder einfach auch die Firmenkultur anders darstellen, sage ich mal, in einem Video, aber auch in einem Bild oder die Texte anders schreiben, damit es halt attraktiv wirkt und auffällt. Eine Grundvoraussetzung ist natürlich, dass es Gründe gibt zu wechseln, dass es Gründe gibt, bei mir als Arbeitgeber zu arbeiten, dass ich sage, hey, ich bin eigentlich ein attraktiver Arbeitgeber, nur irgendwie, und das erlebe ich eher in der Realität. Das sind so Dinge, die richtig gut laufen, aber da man halt selbst im Betrieb ist, im Unternehmen ist, erkennt man die gar nicht mehr. Oder man ist es schon Selbstverständlichkeit geworden. Aber für jemand anders, der in einem anderen Unternehmen ist, ist das gar keine Selbstverständlichkeit. Und diese Dinge einfach richtig gut zu präsentieren. Ja, mir kommt spontan der berühmte Obstkorb in den Sinn, der für mich definitiv kein Grund ist, einen Arbeitgeber zu wechseln. Ich finde das sehr interessant, weil du hast ja gerade gesagt, eine andere Werte, also werteorientiert, Nachhaltigkeit dort auch ein bisschen zu demonstrieren, auch die Sinnhaftigkeit, vielleicht kommen wir gerade nochmal nachher auf die Gen Z zu sprechen, die vielleicht ein bisschen anders die Welt sieht, als es die Boomer tun, ohne jetzt Generationen gegeneinander auszuspielen, weil ich glaube, das funktioniert eigentlich gar nicht. Aber wenn ich mir so den üblich verdächtigen Jobportalen und Co. oder Karrierewebseiten mir dort Stellenanzeigen anschaue, dann habe ich eher das Gefühl, das hat jetzt nicht irgendwie eine Fachabteilung geschrieben, sondern das hat irgendwie die juristische Abteilung geschrieben, um sich möglichst nicht angreifbar zu machen, nach dem Motto, um Himmels Willen, habe ich es auch gegendert, habe ich es auch allen angeboten, biete ich es auch eine Frau an, obwohl das eigentlich irgendwie, ich habe gestern was gesehen vom Gerüstbauer, was ich sehr witzig fand, der geschrieben hat, wir scheißen auf dein Zeugnis, alles, was du brauchst, lernst du bei uns. Ja, du musst nur höhentauglich sein und Bock haben zu arbeiten. Und wer mal schon mal im Baubranche Gerüstbau unterwegs war, ist noch ein Job. Dort wird man, behaupte ich, 99,9% kräftige Jungs sehen. Das war natürlich auch ein ganz, ganz anderer Weg. In eine klassische Stellenanzeige passt das natürlich nicht rein. Sind die Firmen da so ein bisschen, wenn sie klassische Tools nutzen, so ein bisschen gefangen in diesem Gerüst? Naja, man muss sich ja irgendwo rechtssicher bewegen und bietet Social Media Recruiting dazu eine wirkliche Alternative, weil sie mehr über Werte zeigen müssen, ohne dass sofort irgendwo ein Jurist einen Finger drauf legt? Ja, also erstmal zu den Stellenanzeigen erlebe ich eher oft, dass man versucht, keine Fehler zu machen und dadurch eher einfach genau die gleichen Anzeigen nimmt, die auch andere nutzen und sich möglichst wenig Arbeit machen will, also möglichst viele Punkte reinschreibt, damit die Wahrscheinlichkeit hoch ist, okay, wenn dann sich jemand bewirbt, dann passt er auch wirklich, weil da stehen jetzt wirklich alle Punkte drin. Und das sind eigentlich zwei Killer, ne? Weil eigentlich sollte ich ja versuchen, wenn ich gerade gar keine Bewerbung reinzubekommen, nur das Nötigste erstmal reinzuschreiben, damit überhaupt jetzt mal Leute reinkommen. Und dann kann ich im persönlichen Gespräch eh nochmal schauen. Und sie sollte anders geschrieben sein, eine Stellenanzeige, weil sonst, das ist ja der einzige Kontakt, den der Bewerber gerade hat. Und wenn die Anzeige und die Anzeige komplett gleich aussehen,
dann erkenne ich jetzt gar nicht so wirklich den Grund, zu wechseln. Und Social Media bietet uns halt, erstmal ist es eine lockere Plattform, sag ich mal so. Also Social Media, der Kontext der Plattform, man sieht da ja diese Inhalte, es ist weniger streng, sag ich mal, oder streng juristisch, wie du sagst. Man muss ja trotzdem irgendwo an rechtliche Form halten. Aber wir haben ganz andere Möglichkeiten. Das bedeutet, wir schreiben zum Beispiel unsere Texte auf Social Media nur mit Bullet Points. Das heißt, wir schreiben keine langen Dinge aus. Wir können Emojis nutzen beispielsweise, ne, was schon mal noch mal eine kleine Zutat dazu gibt. Mit Videos können wir extrem starke Werte vermitteln und kommunizieren. Ne, ein Video, welches auch mal ja knackiger ist, sag ich mal. Ne? Also so ein knackiges 10-Sekunden-Video würde ich jetzt auf einer Karriereseite ja nicht nutzen wollen. Und das sind, glaube ich, schon Vorteile, die ich sehe durch Social Media Recruiting. Eignet es sich für alle Branchen? Oder sagst du, die Branche würde sich nicht eignet? Das ist ja auch mal, weil ich frage es immer so ein Vorurteil. In meiner Branche funktioniert das nicht. Das höre ich auch als Marketing-Verantwortlicher sehr, sehr oft. Bei uns funktioniert das nicht. Unsere Kunden wollen das nicht. Übertragen sich diese Vorurteile, merkt ihr das im Erstkontakt oder in der Neukundengewinnung, wenn ihr neue Kunden sucht, dass es diese Vorbehalte gibt, dass sie sagen, ja, unsere Mitarbeiter, die sprechen mir so nicht an, das funktioniert nicht? Ja, meistens kommt das ja daraus, dass die Person, also solche Gespräche habe ich ganz oft, ne? Und der Grund ist, ich bin selbst nicht auf den sozialen Medien oder meine Mitarbeiter sind da auch nicht drauf zum Beispiel, ne? Und dann festigt sich ja dieser Glaube, aber das ist ja eine relativ kleine Welt. Und wir sprechen ja jeden Tag mit Firmen, ne? Machen das schon seit 5 Jahren. Und wenn du fragst, funktioniert das für jede Branche? Ich würde sagen, es funktioniert nicht für jede Branche und jede Stelle gleich gut. Das würde ich definitiv nicht sagen. Auch nicht jede Plattform. Aber Social Media Recruiting ist ja breit. Das heißt, auf LinkedIn kann ich schon mal sehr, sehr viele Berufstätige adressieren, auf Facebook, auf Instagram. Und ich denke jetzt die ganze Zeit gerade nach, aber wir haben auch sehr, sehr viele Branchen durch Pflege, IT, Handwerk, Produktion, Consulting. Ich würde schon sagen, solange ein privater Mensch selbst auch auf sozialen Medien ist, kann ich den dort erreichen. Wir hatten vorhin sogar mal Stichwort Generation Z angesprochen. Wenn es um Social Recruiting geht oder Social Media Recruiting, reden wir dann da von einer bestimmten Generation, die wir da erreichen, ausschließlich? Oder kriegen wir auch da letztendlich alle Generationen abgegriffen? Tatsächlich alle. Also heutzutage ist ja so ein Witz, dass das heutige Facebook nur noch genutzt werden von älteren Generationen. Instagram jetzt so, ja, von 20 bis 45, aber auch schon fast jeder auf Instagram ist. Instagram ist gerade, glaube ich, die heißeste Plattform. Und die Kids von heute oder die richtig Jüngeren gerade bei TikTok am Start sind. Also eigentlich kriege ich über Social Media Recruiting alle Generationen abgedeckt. Wirklich interessant ist, glaube ich, wenn eine Firma nicht auf Social Media unterwegs ist, existiert diese für viele junge Menschen nicht in der Wahrnehmung. Weil sie andere Medien nicht mehr konsumieren oder in der Form. Also heißt es, die erste Empfehlung wäre, werd mal ein bisschen aktiver und zeig, dass es dich gibt, zeig deine Werte, zeig, was du machst, ohne jetzt direkt zu sagen, hey, willst du bei mir arbeiten? Genau. Ja. Ja. Jetzt bei uns. Also bei uns ist, die sehen beispielsweise eine Anzeige oder hören von einem Freund. Egal wie. Aber dann geht der Kandidat los und recherchiert ja. Googelt, schaut auch bei Instagram. Ich habe auch die Aussage gehört, wenn du kein Instagram-Profil hast, dann ist ja ganz komisch. Also dann kann es schon so ein Bruch in der Erfahrung sein. Aber wir schauen auch auf Kununu und schauen auf all diesen Plattformen, weil heutzutage natürlich durch das Internet man, bevor man eine Entscheidung auch trifft, halt wie mit Kunden und beim Kaufen, halt einfach ein bisschen recherchiert. Und je mehr positive Informationen ich habe, ne, desto mehr Vertrauen ist da und desto besser ist das Gefühl. Und deswegen würde ich schon sagen, einfach, man hat ja nichts zu verlieren eigentlich. Ne? Na klar, viele fragen, hey, aber wenn ich was Falsches poste oder ein Shitstorm kommt. Also das sind ja Sorgen, die Wahrscheinlichkeit, dass das am Anfang passiert, ist nicht groß. Ne? Also wenn man da ein Unternehmensprofil hat und mal ein, zwei Bilder veröffentlicht erstmal und dann vielleicht hingeht und schon mal eine Anzeige macht, dann hat das bis jetzt nur Vorteile, wenn ich es nicht sehe. Außer, die einzige Branche,
die natürlich davon mehr fast ist, über die ich nachdenke, ist natürlich sowas, natürlich, wenn du sowas wie Rüstungsindustrie machst oder auch Medizin per se ist ein heißer Sektor. Also da muss man natürlich ein bisschen vorsichtiger sein. Aber ja, 99% von mittelständischen Firmen, das klappt schon. Was ist die Grundvoraussetzung? Was müsste ich mitbringen, wenn ich bei euch anklopfe und sage, hör mal, ich möchte jetzt Social Recruiting machen? Jo, Grundvoraussetzung. Also Grundvoraussetzung wäre natürlich, dass eine Firma ein attraktiver Arbeitgeber ist. Also wenn es Mitarbeiter gibt, die schon länger im Unternehmen sind und in der letzten Zeit auch schon neue Mitarbeiter begonnen haben, gibt es Gründe, warum die diese Entscheidung getroffen haben. Also dort schon mal Haken. Dann, um Anzeigen zu schalten, braucht man ein Profil, eine Seite, ein Werbekonto. Das sind alles so die technische Seite davon, sage ich mal, die wir für unsere Kunden übernehmen. Und dann brauchen wir Content, das heißt ein Video, ein Bild, irgendwas, was sozusagen die Stelle zeigt oder den Arbeitgeber zeigt, die das gut präsentiert. Und dann kann es eigentlich aus meiner Sicht schon losgehen. Mhm. Jetzt habe ich das Video nicht. Dann gibt ihr auch den entsprechenden Support? Genau, wir selber erstellen auch Recruiting-Videos und Arbeitgeberfilme für unsere Kunden. Aber für viele würde ich, ja, vieles funktioniert. Also zum Beispiel auch ein Selfie-Video. Also ich habe auch schon geile Selfie-Videos gesehen von Geschäftsführern, die dann hingehen und sagen, hey, ich suche Leute und so, die auch funktionieren. Ne? Ja, vielen, vielen Dank, Viet, für das tolle Gespräch, für diesen Einblick. Ich glaube, da sind wir jetzt draußen so ein bisschen klüger, was eigentlich Social Recruiting oder Social Media Recruiting, ich glaube, beide Begriffe sind ja gängig, bedeutet. Hast du noch etwas, was du jetzt unseren Hörern mitteilen möchtest? Als Tipp? Oder was ist deine Lieblings-Social Media Plattform? Meine Lieblings-Social Media Plattform ist tatsächlich LinkedIn. Ist für mich auch mein Hauptmarketing-Kanal Nummer 1 und funktioniert gut. Wenn man die Plattform verstanden hat. Ja, und ich glaube, das ist halt wichtig für alle. Ich glaube, das ist auch etwas, wie ihr vielleicht auch wirkt, dass ihr sagt, ihr bringt den Leuten auch mal bei, wie die Plattformen tatsächlich funktionieren. Ja, und ich glaube, Social Media ist ja nicht Social Media. Nee, absolut nicht. Gibt es irgendeinen Top-Fehler, den du oft siehst in Recruiting-Anzeigen, wo du sagst, so, du siehst so, wenn du auf LinkedIn bist, siehst du ja Anzeigen, denkst du, so, boah, das geht gar nicht. Ja, die Verwechselbarkeit. Ja, vieles ist gleich, kenne ich, interessiert mich nicht. Und wir haben ja, glaube ich, um die 3 Millionen Impulse, die unser Gehirn jeden Tag aufnehmen muss. Und nur 70 davon verarbeitet das limbische System. 70 von 3 Millionen. Und alles, was wir schon kennen, wird durchgeskippt. Und ich glaube, unser Gehirn beschäftigt sich nur mit Dingen, die anders sind, die neu sind, die interessant sind, wo das Gehirn einfach sagt im Unterbewusstsein, hör mal, damit muss ich mich beschäftigen. Ich kann dir so ein schönes Beispiel bringen. Jeder Mensch lernt, wie eine Tür zu öffnen ist, indem man eine Türklinke nach unten drückt. Wenn man mal in einem Hundehotel ist, funktioniert das nicht. Weil Hunde könnten rein theoretisch die Türklinke auch öffnen, das sollen sie aber nicht. Also gehen in vielen Hundehotels dort die Türklinke nach oben auf. Du musst sie nach oben drücken. Und wenn du natürlich das erste Mal das machst, genau dann setzt du eigentlich dein Gehirn unter Stress sozusagen, das limbische System, Achtung, hier funktioniert etwas nicht, ich muss etwas ändern. Oder angenommen, du sitzt in einem Raum und wir kennen uns beide und ich komme rein, lächle dich freundlich an, dann wirst du mich kurz angucken, wird dein Gehirn sagen, alles klar, ist gut. Komme ich aber Wut am Brand mit Messer in der Hand rein, dann wird das limbische System sagen, Achtung, hier ist was anders als sonst. Und dann wird es einen Impuls senden, dass du reagieren musst. Und ich glaube, genau das kann man übertragen auch in den Anzeigen. Also ich sehe ganz, ganz viele Anzeigen, egal ob es jetzt für Personal ist oder für Produkte, die einfach nach Schema F sind, wo ich sage, kann ich einfach 1:1 austauschen. Ja, also wenn ich Stepstone angucke, glaube ich, da inseriert nur eine Firma. Ja, und das ist sehr, sehr, sehr spannend. Deswegen rate ich davon ab, Copy-Paste zu machen, stark. Also einfach zu sehen, okay, hier, so machen es die meisten und so kopiere ich es, weil dann genau dieser Effekt passiert. Und ich rate davon ab, eine Agentur zu wählen, welche für alle deren Kunden eigentlich auch nur das Gleiche macht. Beispielsweise dann sieht jede Ad in der Baubranche komplett gleich aus. Ne, weil die wird dann an Wirksamkeit einfach verlieren, früher oder später. Und deswegen fahren wir einen sehr, sehr individuellen Ansatz. Tipp noch wirklich auf jeden Fall TikTok anschauen. Wir haben für einen Kunden von uns, der ist im Rohrleitungsbau tätig, 300 Mitarbeiter. Und wir haben für den Kunden einen TikTok-Account erstellt und so ein Video gemacht, welches aber ja so ein bisschen lustig ist, so ein bisschen
der Beruf Apparatebauer, wie den sich meine Eltern vorstellen, wie den sich meine Freunde vorstellen, wie er wirklich ist, sowas. Und das Ding hat 23.000 Aufrufe erzielt, ohne Geld zu investieren, und hat so 3 Einstellungen von Azubis dieses Jahr bewirkt, von unseren Kunden. Ne, nur ein Video ohne bezahlte Werbung nochmal zu nutzen, was gerade bei Facebook oder Instagram nicht möglich wäre. Also ich glaube, TikTok wird vor allem auch 2023 nochmal auch im Mittelstand mehr ankommen. Ja, ich sage gerne, Kreativität schlägt Kapital. Also tatsächlich, Kreativität sollte auch beim Social Media Recruiting an erster Stelle stehen. Das Kapital braucht man auch. Ich glaube, da muss man auch nicht drum rumreden. Also es ist irrsinnig zu glauben. TikTok hat natürlich noch die Chance, genau wie LinkedIn ja auch Profil noch eine Chance gibt, wirklich eines relativ großen organischen Wachstums, was bei Facebook ja im Grunde, sind wir mal ehrlich, kaum noch möglich ist, um nicht zu sagen ausgeschlossen. Sehr interessant, finde ich wirklich genialen Tipp. Also ich habe das letztens gerade auch in Sachen Produktvermarktung, Dienstleistungsvermarktung gesagt, beschäftigt euch mit TikTok. Ja, also ich habe heute Morgen gerade noch eine Statistik gelesen, keiner wächst so stark, keiner explodiert so stark wie TikTok. Man muss es halt nur für sich nutzen, ne? Man muss es halt verstehen. Und im Zweifelsfall, wenn es um Marketing geht oder eben um Recruiting vom Personal, eben auch mal nicht scheuen, ein paar Euro in die Hand zu nehmen und sich entsprechend gut beraten zu lassen. Siehet, vielen Dank fürs Gespräch, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wenn jetzt noch Fragen sind, und da bin ich mir ganz, ganz sicher, dass ganz viele offene Fragen jetzt aufpoppen, einfach in die Credit Notes zu dieser Show schauen. Dort verlinken wir die Kontaktdaten. So, traut euch, wenn ihr mehr wissen wollt, der Fiat steht euch da Rede und Antwort und sein Team natürlich auch. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Weitere Impulse gefällig? Sehr gerne. Klicken Sie in weitere Folgen mit aktuellen Themen, die auch Sie betreffen. Eben Mittelstand hautnah.